Guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Back in Berlin. Wieder zurück. Ein bisschen müde. Wie ich schon gestern gesagt hatte, gab es ja keinen Vlog. Ich stelle mir gestern so einen Tag, wir sind so durch Paris gelaufen. Das war so ein bisschen gechillt, ein bisschen nachdenken. So ein Sonntag, ey. Ein absoluter Sonntag. Deswegen habe ich mal eine Pause eingelegt. Oha! Alter! Ich sollte, glaube ich, öfters mal wegfahren. Ja. Sieht ja mega aus. Endlich mal aufgeräumt hier. Ja, Bro? Alles klar? Ist ja mega geil. Ja, der liebe Maurice hat hier richtig Gas gegeben als Werfer. Vielen Dank, Maurice. Jetzt hat es tatsächlich gerade geklingelt, beziehungsweise wir haben eine Nachricht gekriegt, dass jemand vor der Tür ist. Nämlich unser Joker Talk-Gast und ich würde sagen, den begrüßen wir jetzt gleich mal. Schlüssel nicht vergessen. Ach, du hast auch Schlüssel, ne? Habe ich nicht dabei. Was nicht dabei? Na, der liegt auf dem Tisch. Und jetzt gucken wir einfach mal, wer das ist und was der da draußen macht. Hey! Na? Ja, ihr Lieben, das ist der Benjamin. Vom Kanal Touch Benny und ich habe gedacht, weil du ja mit deinem geilen Auto gekommen bist, was wir permanent schon auf Instagram sehen, ja, gucken wir uns das mal zusammen an. Ja? Alles klar. Warte. Können wir mal reingucken? Ja. Boah. Oh, das ist natürlich geil hier, ne? Das ist halt innen alles umweltfreundlich, sag ich mal. Da oben ist das Armaturenbrett, hier an der Seite, das ist Kena. Das ist irgendwie so eine Pflanze, die so wächst. Das Holz ist Eukalyptusholz. Das ist in jedem Auto einzigartig, das Muster und sowas. Ja. Das Leder ist auch kein richtiges Tierleder. Es ist schon, sag ich mal, eher öko-behaftet. Eigentlich für den Prenzlauer Berg hier perfekt, ne? Perfekt. Ja. Optimal. Ja, hier sieht man ja auch dann das Carbon-Chassis. Ja. Geil. Das ist halt komplett einmal so komplett aus. Das heißt, du tauschst jetzt dein Auto, oder was? Ich würde gerne, ja, aber muss ich wieder abgeben. Ah. Come on. Das ist das, unser Studio. Hier hinten haben wir so ein Verlies, sag ich mal. Da kommen halt die bösen YouTuber rein. Ach so. Du bist auf jeden Fall nicht dabei. Das ist ja gut. Genau, und hier vorne sitzen wir eigentlich immer. Wir haben jetzt den Raum daneben auch ausgebaut. Du bist jetzt quasi der erste Gast drüben, aber der zweite Gast generell für den Joker Talk. Okay. Und ja, willst du einen Kaffee oder so? Wasser? Nö, erstmal nicht. Nee? Wir können ja jetzt schon mal rübergehen. Mhm. Und das mal den Boden ein bisschen checken. Also ihr Lieben, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall beim Joker Talk auf dem Joker Kanal vorbei oder auch bei Benny, Touch Benny, einfach bei YouTube eingeben, oder? Genau, oder touchbenny.de. Ja, ihr müsst ihn auf jeden Fall auf Instagram auschecken, weil der hasselt der übelst. Gibt jede Menge Insta-Stories. Finde ich sehr cool. Ja. Okay, let's go. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Joker Talk. Ja, auf jeden Fall cool, dass es geklappt hat. Das freut mich sehr. Und halte mich auf dem Laufenden. Mit der nächsten Planung, falls du Ideen für ein Video brauchst, können wir uns mal Gedanken machen. Ja. Alles klar. Danke dir. Ja. Und ja, dann hören wir uns. Genau. Spätestens beim Joker Talk, wenn du online seid, du Bescheid. Alles klar. Ja. Super. Macht's gut, mein Lieber. Ciao. Tschüss. Meinst du, das ist die? Ja. Ist es eine Drohne? DHL Express DJI by Wang Technology. What is this? Ja, es war auf jeden Fall mal ein sehr nicer Talk mit dem lieben Touch Benny. Haben wir auf jeden Fall gefreut, wenn ihr jetzt am Start warst, bist jederzeit herzlich willkommen. Auch wenn du in irgendeiner Weise weiter in Richtung Apple dich bewegen willst, kannst du gerne reinkommen. Ja, was haben wir denn hier? Machen wir so, ne? Oh. Hm.
Mr. Joel. Das ist die Vase hier aus dem Fitnessbeutel. Lieber Maurice, ich wollte es dir schon immer sagen. Okay. Möchtest du? Aber guck mal, wir haben schon Platz. Ja, hier. Ich meine, das sieht dann auch richtig. Wenn man hier so reinkommt, denkt man so, ja, da sitzen so zwei Jungs. Die haben da so einen kleinen Strauß sich aufgestellt. Also kommt man gleich auf gute Gedanken. Ich muss wirklich sagen, Maurice hat hier richtig gute Arbeit geleistet. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen viel Sprüche hier. Aber es sieht auf jeden Fall schon sehr viel besser aus. Es ist ein bisschen viel Do-It jetzt gerade am Start. Aber die kommen ja auch nach und nach wieder weg. Und es kommen auch neue nach. Und hier haben wir heute die erste Folge im neuen Studio aufgenommen. Aber die zweite Folge vom Joker Talk. Und ich dachte, vielleicht in dem Zusammenhang kann ich auch jetzt ankündigen, ich habe schon mit den Joker Pros zusammen getestet und ein bisschen mit den Feedback eingeholt. Wir haben jetzt den Podcast soweit am Start. Der startet ab jetzt quasi sowohl für den Vlog-Kanal hier. Das heißt, ich werde einen Audio-Vlog machen, wo so, sage ich mal, Best-of vom Vlog drin vorkommen, wenn es thematisch auch so passt und so weiter. Das gibt es einmal sozusagen als Audio-Vlog. Findet ihr auf iTunes, was war das noch, Overcast, es kommt auch noch auf Spotify, das dauert aber noch ein bisschen, und auf, sage ich mal, den gängigen Podcast-Anbietern wird es auf jeden Fall kommen. Das gleiche ist auch für den Joker-Kanal, dort wird auf jeden Fall Joker News kommen. Joker Talk bieten sich natürlich total an für das Audioformat. Und die Frag-Joker-Show, da werde ich mal schauen. Das müssen natürlich immer Fragen sein, die auch audiomäßig beantwortet werden, damit es Sinn macht zuzuhören, wenn ich da was am Rechner zeige. Logischerweise macht es keinen Sinn. Deswegen stelle ich Frag-Joker nochmal ein bisschen zurück und werde das aber an gegebener Stelle sozusagen dazu nehmen. Das heißt, auf dem Podcast von Joker wird erstmal Joker News kommen und Joker Talk und nach vielleicht auch die Frag-Joker-Show. Und auf dem Joel Samael, da wird im Prinzip alles, was im Vlog passiert, bis auf jetzt vielleicht, sage ich mal, Musiksequenzen oder so, die werde ich weglassen. Aber dort werden auch Talks stattfinden mit Gästen, die hier sind, die vielleicht nicht auf den Joker-Kanal passen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, abonniert gerne meinen Podcast. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Und ja, wollen mal schauen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, da geht es jetzt gerade los und hier ist auch die erste Frag Joker Show aufgenommen worden. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr die auf dem Joker-Kanal, ich glaube heute sogar jetzt schon sehen. Und das wird hier nach und nach jetzt noch geupgradet, bis dieses Studio wirklich tight ist und wir einfach hier reingehen können und loslegen können. Das war früher oder ist vielleicht jetzt gerade noch auch, aber es war immer ein mega Hustle, diese Vorbereitung, Aufbau und Pipapo für die Studioaufnahmen. Und das wird jetzt mit dem neuen Studio nach und nach immer besser werden. Deswegen Cheers, Leute, und vielen Dank an die Joker Pros, die auch einen großen Teil davon natürlich möglich gemacht haben. Vielen Dank an euch. Hey Siri, play Joel Samael Podcast. Okay, Joel Samael Podcast coming up.